Glück auf, liebe Modellbahnfreunde. 24 rücken langsam die Neuheiten von 23 ein. Das ist heute gekommen. Das ist das dreiteilige Set. Einmal Auflage. Ui, jetzt scheint die Sonne rein. Ich hoffe, ihr seht es. Dreiteiliger Güterwagen-Set. Verschiedene Versionen, die tue ich jetzt noch zurüsten und dann gucken wir uns mal an. So, das sind sie, die drei. Und im Vergleich habe ich mal noch einen alten dazu gestellt. Ja, es sind da schon einige Unterschiede vorhanden. Vor allen Dingen sind sie länger, die neuen. Und auch ein bisschen tiefer. Und auch die Türen sind ganz anders. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass ich ja meine Ladung da gleich da hineinpacken kann. Aber das funktioniert nun nicht. Ja. Das Zurüsten war natürlich wieder herrlich. Die kleinen Griffstangen dann anbasteln. Naja, also im Mehrfall ist es nicht mehr. Ich hoffe ja, dass es wieder demnächst was gibt ohne Zurüsten. Ja, und laut Bezeichnung sollte eigentlich ein Wagen mit Bremsscheibenhalter sein. Aber ich habe da weder das Loch dazu gefunden, noch stimmt da die Stirnwand überein. Auf der Zeichnung sind da zwei solche Quergriffe, oder was das sein soll. Und aber an die Wagen ist immer bloß eins dran. Also mit Schlussscheibenhalter hier war nichts. So, nun versuche ich wenigstens mal das Holz da reinzuladen. Hier habe ich ja noch solche mit Holz, das liegt bloß drin, das passt da bestimmt auch. Und dann hängen wir sie mal an den Zug. So, jetzt habe ich die hier zwischendrin gehängt. Hier war schon einer, den hatte ich schon, war ein einzelner. Und jetzt die drei neuen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt mal die Ladung mit der Kohle hier reingepackt. Das war praktisch so eine Plasteladung. Die habe ich bloß mit echter Steinkohle verbessert. Aber die ist eben ein kleines bisschen kürzer jetzt. Die Breite stimmt, aber die Länge nicht. Aber man sieht es eigentlich nicht. Lasse ich jetzt mal so. So, dann geht's los. Übrigens habe ich ja eine 119 dran. Mit unterem Spitzenlicht. Und im Übrigen noch ein Nachtrag zum Adventskalender. Vielleicht erinnert ihr euch, dass da kleine Probleme aufgetreten sind mit den Modernisierungswagen und den Tillisch. Den Bigoloks. Und nachdem ich alles umgerüstet habe auf Kühnkupplung, läuft das wunderbar. Und ja, von der Schnellzug läuft also mit den 118, mit den 119, egal was dranhängt von Bigo jetzt ohne zu entgleisen. Also das war eine reine Kupplungsfrage. Ich glaube, die sind wohl ganz kleines bisschen länger, die Kühnkupplung. Ob es da dran liegt, ich weiß es nicht. Fährt jedenfalls jetzt hier wie geschnitten Brot. Okay, fährt noch einmal der Güterzug durch. Nehmen wir frei, hängt nichts ab, rollt, läuft. Ja, der Schnellzug kommt auch noch mal. Und was sonst noch so fährt, zeige ich euch auch noch mal und dann auch noch mal Weihnacht. So, der VD 175 ist in Betrieb. Und die 41 von Fischer.
Kunden, 132. Und die 58, 1800. Und drüben im Bauzug eine 8310. Das läuft alles wunderbar, gibt es kein Entgleisen und keinen Stress. Und das macht richtig Spaß. So, der Schnellzug läuft also wunderbar. Dank dieses Kupplungstausches. Macht's gut, euer Harry, bleibt schön gesund und morgen kommen die Tillig-Neuheiten raus. Da bin ich mal gespannt. Tschüss!